Hallihallöchen, meine Lieben. Ich möchte euch heute ein bisschen über Musikinstrumente für Kinder erzählen und speziell über E-Pianos für Kinder. Unsere Tochter hat nämlich vor einiger Zeit das Keyboard bei der Oma für sich entdeckt und hat sich das ausgeliehen, mit runtergenommen und wir haben gemerkt, das liegt ihr echt total, das macht ihr richtig Spaß. Sie hat sich dann YouTube-Videos angeguckt und hat einfach angefangen nachzuklimpern. Und ich finde das super. Ich habe in meinem ganzen Leben leider nie auch nur ein Instrument gelernt. Ich kann keine Noten. Ja, dann haben wir sie erstmal eine Weile mit Omas Keyboard einfach ausprobieren, klimpern lassen. Haben dann überlegt, weil der Geburtstag im Mai ansteht, man könnte doch vielleicht ein E-Piano sich hier hinstellen. Ja, haben wir uns ein bisschen auf die Suche online gemacht und sind dann bei Kirstein relativ schnell auch fündig geworden. Ich habe mit dem Online-Shop Kontakt aufgenommen und gefragt, was macht Sinn für Kinder, was nimmt man am besten, und habe mich ein bisschen beraten lassen. Dann haben wir aber überlegt, so ein E-Piano ist schon eine Investition und das zum Geburtstag ist vielleicht doch ein Ticken zu viel. Es gibt ja auch noch andere Geschenke zum Geburtstag und ich möchte nicht unsere Kinder eben zu sehr verwöhnt werden. Zudem finde ich, so ein Instrument, das muss ja schon irgendwo einen Mittelpunkt in der Familie, in den Wohnräumen finden. Und so haben wir überlegt, das wird unser Familien-E-Piano. Und haben das hier hinter mir im Wohnzimmer platziert. Jetzt habe ich ein paar Punkte übersprungen, wahrscheinlich. Aber egal, jedenfalls haben wir ein E-Piano gefunden, was optisch auch mega hier reinpasst. Wir sind halt auch so ein bisschen so optisch verleitet, dass immer alles zusammenpassen muss. Und es gibt eben die Möglichkeit, ein E-Piano auch in Weiß zu bekommen. Und ich finde, ich zeige es euch gleich mal, Weiß macht sich definitiv viel, viel besser als Schwarz hier bei uns. Und es muss ja auch schön aussehen. Es muss gut klingen und schön aussehen. Da steht das gute Stück jetzt in unserem Wohnzimmer. Und ich finde, es sieht einfach super aus. Wir haben vorher eine Kommode da in der Ecke stehen gehabt. Die haben wir einfach mal kurzerhand. Also wir haben eigentlich das ganze Wohnzimmer umgeräumt für dieses E-Piano. Aber es hat sich gelohnt. Das sieht nämlich echt super aus da in der Ecke. Und während die Kinder spielen oder wer auch immer, der Papa hat auch großen Spaß daran, kann man sich auch bequem auf den Sessel setzen und sich berieseln lassen. Weil der Klang ist schon wirklich toll. Also ich finde, selbst wenn man noch nicht viel kann, klingt es einfach toll. Willst du mal was spielen? Dann leg los. Sie übt eifrig. Super. Ja, das macht ihr echt richtig Spaß. Und sie geht jetzt auch seit einigen Wochen in den Keyboard-Unterricht. Und lernt genau mit diesem Buch richtig Noten und kann mir das dann auch direkt beibringen, ne? Weil ich kann nämlich gar nichts, oder? Ja. Hier seht ihr dann auch noch das Bänkchen, das höhenverstellbare Bänkchen. Das wird mittels dieser Nöppels hier an den Seiten, kann man es hoch und runter stellen und so kann sich jedes Familienmitglied seine optimale Höhe und Sitzposition einstellen, weil das ist wirklich wichtig, dass man vernünftig daran sitzen kann. Weswegen wir uns übrigens für ein E-Piano statt Klavier entschieden haben, ist, dass man beim E-Piano Kopfhörer anschließen kann. Das kann man beim Klavier nicht. Wenn nämlich man seine Ruhe haben möchte, zum Beispiel wenn man Besuch hat oder irgendwas, gibt man dem Kind oder demjenigen, der gerade spielen möchte, einfach ein paar Kopfhörer in die Hand, stöpselt die ein und alle anderen haben Ruhe. Was ich bei dem E-Piano auch noch ziemlich cool finde, dass eine Aufnahmefunktion hat. Das finden die Kinder natürlich besonders spannend, weil die sind natürlich mega, mega stolz, wenn die irgendein Lied schon richtig gut können und möchten das dann natürlich am liebsten auch sofort abspeichern. Dann hat das Ganze einen USB-Anschluss und ich mache es auch mal an. Was ich auch richtig cool finde, habe ich jetzt festgestellt, das stellt sich auch von alleine ab. Also wenn, ich glaube, 10 Minuten, 15 Minuten,
niemand irgendwas daran macht, stellt sich das auch von alleine ab. Und das ist mit Kindern. Ihr wisst selber, Kinder vergessen alles. Ziemlich, ziemlich cool. Dann hat das auch eine Begleitfunktion und 600 Voices, also verschiedene Klangstufen. Wir sind wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Und bis jetzt hat sich jeder schon mal dran gesetzt und rumgeklimpert. Besonders Nena, die setzt sich wirklich jeden Tag daran und spielt immer wieder hier mit ihrem Buch. Es hat natürlich auch hier so einen Buchständer, Notenständer. Aber man könnte natürlich auch ein iPad einfach hinstellen, weil man eben super auch mit diesen Apps lernen kann. So, da bin ich wieder. Was wollte ich noch sagen? Genau, wir haben halt gemerkt, dass ihr das riesigen Spaß macht. Und ich finde, wenn ein Kind Spaß an einem Instrument gefunden hat, sollte man das auf jeden Fall unterstützen. Und das haben wir eben gemacht in Form von E-Piano-Unterricht, Keyboard-Unterricht genau heißt es, glaube ich. Ist kein reiner Klavierunterricht, sondern tatsächlich Keyboard-Unterricht. Ja, sie schnappt sich aber auch immer wieder das Laptop, guckt sich YouTube-Videos an und spielt einfach nach. Ja, da sie das jetzt wirklich schon über Wochen, Monate immer und immer wieder macht, haben wir gedacht, es ist Zeit für das E-Piano. Wir warten nicht bis zum Geburtstag, weil es soll eben allen gehören, nicht nur einer Person aus der Familie. Vielleicht möchte ja auch jemand anders noch spielen. Wie gesagt, mein Mann hat auch größten Spaß daran. Er hat sich jetzt zum Beispiel so eine App runtergeladen, mit der er spielt. Und er kann schon richtig gut spielen. Also wie schnell das auch gehen kann. Wenn man Talent hat, wenn man Lust und Spaß dran hat, dann geht es, glaube ich, ganz, ganz schnell, dass man so ein Instrument beherrscht. Ich muss mich da ehrlich gesagt noch ein bisschen selbst am Riemen reißen und mich mal hinsetzen, mich mit der Technik vertraut machen. Meine Tochter bringt mir die Noten bei. Werde ich mich auf jeden Fall auch mal dran setzen, weil ich finde es wirklich toll. Also ich höre das so gerne, wie ich weiß ja, ob ich es gerade gesagt habe, selbst wenn man nicht spielen kann und einfach irgendwas klimpert, das hört sich trotzdem schön an. Und wenn man dann so richtig gut spielen kann, dann brauche ich kein Radio mehr, ne? Könnte den ganzen Tag hier einer sitzen und für mich spielen. Ich finde das einfach toll. Wenn eure Kinder auch sich für ein Instrument interessieren und Spaß daran haben, fördert das unbedingt. Ihr müsst natürlich nicht sofort irgendein Instrument kaufen. Wir haben das ja auch nicht sofort gemacht. Sie hat erstmal Omas Keyboard einfach benutzt und es hat auch absolut ausgereicht. Aber wenn man merkt, das Kind hat Spaß daran, ich meine, warum nicht? Es ist toll, so ein Instrument ist wirklich was Tolles und ich finde E-Piano, Klavier ist sowieso mein absoluter Favorit und wir haben alle Spaß dran. Vielleicht hat Lisi da auch mal irgendwann Spaß dran. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, diesen Online-Shop gefunden zu haben. Wir wurden dort toll beraten und haben jetzt ein echtes Schmuckstück hier stehen. Mit einem Bänkchen noch dabei, was höhenverstellbar ist. Ist nämlich auch ganz wichtig, dass man richtig sitzt an so einem E-Piano. Wenn ihr auch mit dem Gedanken spielt, ich kann das absolut nur befürworten. Die Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind super happy damit und finden, es hat auch einen tollen Platz hier gefunden in unserem Wohnzimmer. Wir haben hier alles sehr offen. Wenn hier jemand spielt, jeder hört es und es ist einfach toll. Ich finde es super.